Hi, willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. So, wir haben einen UFO-Absturz und gucken uns das mit der Felicia, dem Raffi, Jay und dem Rekrut an. Dann würde ich doch mal sagen, auf geht's. Wir landen. Achtung, für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Dann tu das. Ich bin gespannt. Hier schon neue Feinde kommen. Stimmt, ein neuer Feind kommt. Der ist ein Mist, glaube ich. Der ist ein UFO, so hier ein komisches Big Vieh. Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Glaube ich, okay. Hemmunge. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Sky Ranger ist abgehauen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, kommt diese Richtung. Bin dran. Oh. Wir haben schon Meld gesichtet, diese Richtung, das ist schon mal gut. Jay, deine Mobilität lässt zu Wünsche übrig. Da müssen wir was machen. Elisha, Gemo. Bin unterwegs. Oh, hier ist eigentlich okay. Ach ne, die hat noch gar keine Squad-Sicht, glaube ich. Bestätige. Unser Rekrut. Wäre geil, wenn der Beförderung kriegt. Wäre cool, wenn es der Rest vom Team überlebt. Okay, ja, das wissen wir. Okay. Jay, guck mal nach vorne. Noch nichts. Gut, Raffi. Bestätige, genau das haben wir gesucht. Drei Runde, ist ein bisschen. Gehe in Position. Ah, ich stramm. Felicia, du musst, glaube ich, eh ein bisschen näher dabei. Abgehört. Fürchte ich. Bringt sie zu. Och nee, jetzt habe ich Sturm und Schuss gemacht. Das wollte ich gar nicht. Müsste mal dann aber nutzen und hier in die Ecke gehen. Ich habe gerade auf die falsche Tasche gedrückt. Normalerweise ist das Feldpushen die 2, aber wenn der Soldat schon Fähigkeit hat, kann es auch die 3 sein. Und beim Jay war es halt Sturm und Schuss, die Tasche 2. Dann müsste ich spurte. So, warte mal. Boah, ich trau mich nicht hier hinzugehen. Was ist es? Was soll ich das in den Wind schieße? Nächste Runde könnte ich eventuell. Jay, wo kommst denn du her? Dahin. Hier am besten, würde ich sagen. In Ordnung. Und Felicia kann dann. In Bewegung. Ja, gehen wir hierher. Das ist auch schöner Platz, war Scharfschütze, das da, ne? So, Feldposten. Ja, noch eine Runde Zeit. In der nächsten Runde müssen wir es holen. Eigentlich müsste er doch da hinten ankommen und. Was zum Teufel war das? Raffi kann es auch machen. Das ist gar nicht mal schlecht. Rekrut kann es auch. Sollst du Jay machen? Jay, kommst du hin? Das ist sogar auch gut. Okay. Jay, hopp. Feinde gesichtet. Oh. Da sind sie schon. Es gehen eh nur. Ach, nee, es sollen da drin gehen. Ich hab so, die sammeln wir mal erstmal das Meld. 10%. Das wird nicht passieren. Ist uncool, das da. Drücke vor. So, Raffi. Verstanden. Ja, voll die Deckung finde ich doch. Oh, nö. Ha. Wollte ich nicht. Und war voll die Deckung, ist wenigstens etwas. Yo. Feind ausgeschaltet. Na, weniger. Boah, das ist gar nichts, das Dorn. Felicia sieht nichts. Ungut.
Renne! So, du gehst auch in Deckung. Ja. Das war unglücklich. Machst du? Feldpurste, interessant. Typische Deckung. Super. Achtung! Wow. Ja. 40, nicht gut. Dieser Sektuit hat. Bin unterwegs. Sieht nichts. Klassisch. Ich könnte Raketestart probieren. Da wäre das Vieh auf jeden Fall Tug. Aber der hat Overwatch. Das ist gar nicht gut. Und das macht er das nächste Mal bestimmt nochmal. Da wäre eigentlich richtig schön, aber ne, ich hätte noch gar nicht flankiert. Oh, warte mal, komme ich hier ran? Ja, dann nehme ich hier einfach nur mein Splittergranat. Mach hier Overwatch weg. Das gefällt mir noch besser. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich würde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Ich hab's nicht vor, kaputt zu machen. So, warte mal, kriege ich hier eine Granate hingeschmissen? Wäre mal ein. Nee, komme ich nicht hin. 25 kann ich haken. Immer in Deckung. Okay. Es wäre eigentlich schön, wenn ich. Mit stummem Schuss komme ich noch nicht mehr so weit. Komm hierher. Bin ich aber leicht flankierbar. Das gefällt mir nicht. Endprozent. Nee. Oh nö. Wenn ich das Ding durchspringe. Obacht! Wow. In Unterbeschuss. Das ist uncool. Uncool. Auf dem Weg. So. Der hier. Ah, probier's einfach mal. Ist nicht so schlecht. Ah, war nicht gut. Lija sieht hier überhaupt nichts. In Bewegung. Dann muss ich halt wieder auf Granatereichweite. Reicht das oder? Nein, im Endfeld. Ah, ärgerlich. So, jetzt muss ich aber hier was machen. Jay. Warte mal. Nur Sturm und Schuss kann ich leider keine Granate werfen. Das ist schon mal schlecht. Affi. Soll ich mich bewegen? Na, ist doch halt mal weg. Oder soll ich. Könnt auch. Einfach dich killen. Ist die Frage. Felicia, was mache ich mit dir? Mit Felicia mache ich nicht viel. Die geht nur in Deckung. Jay, was könntest du machen mit Sturm und Schuss? Ich komme hierher. Bringt mir aber nichts. Könnte auch. Das bringt gar nichts. Nee. Das ist ganz schlechte Idee. Ich muss wirklich hier hin. Affi, was kannst schon du machen? Das ist alles nichts.
echt am Grübeln. Soll ich wirklich die Rakete hier hinschicke? Ich glaub's mache ich, ey. Komm. Das ist blockiert. Hallo, ich will einfach nur. So. Gib mir einfach mal. Der muss einfach weg, der da. Der stört. Überraschung, von dem hätte ich zwar gebrauchen können, aber. Nee, so nicht. Okay, jetzt kann der Jay. Naja, Sturm und Schuss nehme ich hier nicht. Auf die Entfernung bringt mir die Schrotflint ehrlich gesagt gar nichts. So, was mache ich hier? Ja, dachte ich mir fast. Was machst du? Okay. Obacht. Wow. Uncool. Uncool. Kannst du? Warte mal. Reicht das? Ich will nicht das Ding nur kaputt machen, das kann ich bergen. Ich will nur dich kaputt machen. Ein weiterer Sieg. Okay, mehr in der anderen kann ich da auch noch kriegen, finde ich gut. Und unser Rekrut sollte Beförderung haben und ist halt ein bisschen verletzt, aber ja, da müssen wir durch. 9 Tage. Sturmsoldat wär's. Interessant. Wir haben eine UFO-Energiequelle, auch sogar Forschung und 2 UFO-Flugcomputer. Ich glaube, die Beschädigte, die können wir verticken. Die brauchen wir nicht, genau. Hat, genau, kann verkauft werden. Machen wir. So, dann gucken wir mal. Wir haben erst der 8. März, das ist okay. Am Ende vom Monat, so um 29 oder 30, das sollte man die Satelliten starten. Was ist hier? Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger Leben zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr... in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. Nicht nötig, Bradford. Wir haben alles gehört. Gut, dann machen wir unser das Forschungsprojekt. Das da, kommt ja später. Verhörkammer. Waffenfragmente. Ja, hört sich gut an. Ich verstehe immer noch nicht, was sich die Aliens hier erhoffen. Hört sich gut an. So, können wir hier noch irgendwas machen? Warum entführen sie scheinbar willkürlich Menschen? Aufzug bauen, 50 Euro. Sie müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben. Noch ein bisschen, können wir hier was bauen. Satellitenkontrollzentrum, ja, okay. Ist Kraftwerkstatt bauen oder so. Ich hier eventuell. Ich hier Werkstatt baue. Kann ich nicht. Weil mir das Geld fehlt jetzt. Uha, super. Egal, dann können wir hier nichts machen. Sondern müssen zur Einsatzleitung. So, Revidenz ist wieder fit. Unser Aufzug ist fertig. Warte mal.
Dann können wir aber zumindest... Können wir hier schon mal anfangen auszuheben. Oh, das kostet schon 20 Euro. Uah. Wusste gar nicht, wie teuer das ist. So, fährt sie im März. Das passt noch. Waffenfragmente sind fertig. Wir können es Scope machen. Das sollte man eventuell sogar bauen. Also Zielfernrohr. 8 Tage. Alien-Material machen wir mal. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Erste, ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Wir kaufen uns auf jeden Fall Scope. Ja. Ist relativ billig und das können wir die Felicia geben, sagen was trifft. Grabung abgeschlossen. Sehr schön, unser Soldat ist wieder da. Sind bereit und startklar. Ah, auf ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. Moment, kann ich denn nicht? Ne, warte mal, bis Ende des Monats. Sollte das fertig? Gut, dann können wir. Oh, wieder Entführung. Alles klar. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Dann, wir haben. Das würde ich gerne machen. Wenn wir Ingenieure kriegen, das wäre so wichtig. Aber die Panik ist hier ganz ohne. Ach, hier an. Ägypten. Oh, wow. Guck mal Anna an. Das da ist jetzt wirklich schwer. Wissenschaftler wäre cool. Aber Ingenieure wäre wichtiger. Aber hier kriegen wir gleich Sergeant schon als Scharfschütze. Wie geil werden das? Ah, das wäre aber auch super geil. Sonst müsste ich eine Werkstatt bauen. Boah, ich weiß es nicht. Das ist so schwer. Ich würde sagen, das entscheide ich beim nächsten Mal und mache dann hier Cut und ich überlege mal, was für Auftrag wir machen. Also entweder nur Japan, wie die Ingenieure, oder nur Kairo, wem. Scharfschütze. Das hätte noch der Vorteil Japan, weil der Afrika, da kann die Panik ruhig hochgehen, weil den Kontinentbonus haben wir. Der nimmt uns keiner weg. Und andere Länder müssen wir mal gucken. Naja, überlege ich mal. Beim nächsten Mal sehen wir dann, was wir machen. Wir haben dann noch einen Rekrut, wo ein neuer Name braucht. Haben wir beim nächsten Mal gut was vor und bis dahin dann. Bye bye.